Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und ich bin immer noch hier in der Kammer des Schreckens, wollte ich gerade sagen, in dieser Gruft, in dem Grab hier mit dieser tollen Skulptur. Ich überlege gerade, wie ich an die Wand komme. Es muss ja irgendwie damit gehen, oder? Oder gar nicht. Oder von der anderen Seite das Ding einfach mal. Obwohl, wenn ich jetzt hier springe. Jawohl, geht das doch, genau. Haha. Juhu, geschafft. Ja, so geht's auch. Hauptsache, ich krieg mein Ding hier. Wer hat die da überhaupt hingelegt, ganz ehrlich? Das ist voll unlogisch eigentlich. Aber naja. So. 4 Stück reicht aber anscheinend noch nicht. Oder so. Warum? Ich kann doch jetzt auch schon nach oben. Reicht doch. Hauptsache, ich kann klettern. Oder? Bin ich jetzt noch nicht bei der Schatzkiste? Doch, bin All ich. diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Hihi. Es ist immer so toll, wenn sie ihre Kiste findet. Und ja, oh, immer. Und einen Fähigkeitspunkt bekommen dafür, dass wir Kammer des Gerichts. Ein Teil von 3 gefunden. Okay. Barackenstadt Geocache-Karte. Belohnungsorte ansehen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja, dann wollen wir. Nee, will ich da einen Geocache überhaupt finden? Hier sind noch mehr und noch mehr und noch mehr. Sachen, die schwarz sind, heißt es, dass ich das schon gefunden habe? Oder ich weiß auch nicht. Ich möchte eigentlich so gerne. Oh ja, eine Reliquie möchte ich eigentlich auch. Hier, da möchte ich hin. Dahin. Finden Sie einen Weg zu Grimm. Nein, ich möchte zur Reliquie. Bitte. Ich kann aber nicht so weit weg einen Wegpunkt anscheinend setzen, wie es aussieht. Nein, kann ich nicht. Aber ich könnte hierhin und von hier aus dann weiter anscheinend. Oder so. Machen wir erstmal hier einen Wegpunkt hin. So, dann weiß ich schon mal, da finde ich den nächsten Geo. Ja. Lieber mal in der Nähe alles abgrasen. So, dann komm mal wieder raus hier. Es hat ja eigentlich schon gereicht. Mit den Gewichten. Es ging ja eigentlich nur darum, dass man an die Wand klettern konnte und dass ich da hier in die Röhre rutschen kann. Juhu! Das macht bestimmt voll Spaß, ganz ehrlich. So, direkt den Fähigkeitspunkt einsetzen diesmal vielleicht in einen anderen Bereich oder weil wir das andere. Ja, jetzt hab ich ja jetzt extra schon den anderen freigeschaltet gehabt. Für die Verkopplung geht aber immer noch nicht. Ich habe Lust auf was anderes. Ich weiß auch nicht. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Das ist ja. Ich weiß nicht. Gibt es nicht was Cooleres? Ausweichkonter. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen ihm dann den Todesstoß. Ja! Das will ich. Um Feinde zu betäuben, indem Sie ihnen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen Sie mit B aus und drücken Sie Y, sobald der Ring der Tastensymbole reicht. Finde ich gut. Ich mag das. Weil ich komme gerne halt einfach in die Situation. Wie können wir denn jetzt. Wieso haben wir denn jetzt schon wieder so viele Ausrüstungspunkte? Woher denn? Nur von diesem Grab hier? Okay. Ja. Ich komme immer einfach so schnell in diese Situation. Und von daher ist es halt gar nicht schlecht. Vielleicht. So, Rücklaufbremse. Tada! So. Ist auch egal, was man erstmal macht. Ist alles gut. Ist alles ganz toll. Ich will trotzdem raus jetzt hier. Ja. Gehe ich jetzt wieder ins Grab oder gehe ich raus? Meine Orientierung.
Nee, ich glaube, ich gehe raus. Ja, war doch nett hier. Wieder ein Grab gefunden. Aber erst das dritte oder so, oder? Es ist, ich glaube, ich habe echt viel verpeilt. Von den Gräbern her. Ich bin wohl doch zu geradlinig, zu linear gelaufen oder so. Ich weiß auch nicht. Hier gibt es doch aber auch noch eine andere Seite. Führt die denn da auch wieder hin? Oder wie ist das hier? Wisst ihr, was ich meine? Es gab die eine Seite und es gab die andere Seite. Hm? Wenn sie mal ein bisschen schneller hier laufen würde. So. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ja. Und jetzt? Ach so. Bin ich jetzt wieder... Laufe ich jetzt ins Grab rein, oder... Nein. Nein, ich gehe raus. Sehr schön. Gut. Oh. Da ist er schon. Auf der Suche nach Ärger. Errungenschaft freigeschaltet. Wieso? Wieso auf der Suche nach Ärger? Warum? Ich habe doch alles ganz brav gemacht. Die Leute hängen hier immer noch, aber... Was kann ich dafür? Ich speichere hier nur gerade zwischendurch, damit, falls irgendwas ist, ich ab hier beginne. Ja, dann... Wo möchte ich als nächstes hin? Da. Nächster Geocache wird gesucht. Ah. Ja, ja, da war ich auch anscheinend noch nicht. Dann müssen wir da mal hin. Das mache ich jetzt einfach so. Komme ich da jetzt überhaupt so hin? Ah. Ich mache mir meine Wege schon frei. Okay, den habe ich auch. Der nächste wäre hier. Das ist ganz gut. Das hilft mir... Das hilft mir dabei, wo ich überhaupt hin soll. Auf die andere, schon wieder auf die andere Seite. Irgendwie kreuz und quer. Lalalalalala. Wieso? Warum? Ich bin verwirrt. Wo soll ich denn jetzt lang? Ach, kann ich da durch? Ach so. Aha, okay. Ja, da muss ich ja wieder ganz runter, oder? Ist ja schon ein bisschen nervig, wenn ich da jetzt wieder hin muss. Toll. Und wieder nach oben. Oder erstmal auf der Karte gucken wieder. Ein Dokument. Ach, guck mal. Ja, jetzt finden wir nämlich schon mehr. Zum Beispiel eine Reliquie. Aha. Ja, okay. Sag das doch mal einer, dass ich hier eine Reliquie übersehe. Menno. Hallo? Wo soll ich denn hin? Da lang. Folge dem blauen Licht. Ich meine, von oben kommt man einfach immer besser voran. Irgendwie. Welche hoch? Überall Stacheldraht. Ein bisschen blöd hier. Blöde Barackenstadt. Ach, da unten. Man kann hier unten rein. Oh, ja, man kann hier unten rein. Tatsächlich. Zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Schleppt sie die jetzt alle mit sich rum? Packt sie die alle in ihren Wunder-Lara Croft-Rucksack? Oder? Weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir es genommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ist hier noch mehr? Wenn wir schon mal hier sind? Ja. 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, landeinwärts zu ziehen.
Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Oni-Wächter schützen. Und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Besessenheit. Matthias hat seine Sulari dazu gebracht, all das im Namen einer längst gestorbenen japanischen Königin zu bauen. Unglaublich. Ja. Ich find's toll, dass wir Tagebücher finden. Die mag ich übrigens am liebsten hier. Ich erfahre einfach immer gerne mehr von der Geschichte und haben wir auch schon lange nicht gefunden gehabt. Mein Fehler sieht man ja hier. War hier jetzt noch was oder was ist das hier im Hintergrund? Ist noch ein Geocache, ne? Dann laufen wir mal erstmal zum Dokument, würde ich sagen. Geo ist mir eigentlich nicht so wichtig. Da ist ein Lager. Da ist das nächste. Da unten. Direkt unter mir quasi. Wie komme ich denn da einfach hin? Warum kann ich nicht hier nach unten? Ich laufe hier immer wieder. Das ist, weil ich bin auch so jemand. Wenn ich so eine blauen Dingerbummer, was weiß ich was, hab, dann ist dieselbe Stelle, wo ich schon mal runterflog. Egal. So. Wohin? Das ist da direkt ein Käfig. War ich da nicht? Naja, was ich sagen wollte, ich guck dann immer nur darauf. Ich guck dann, wo das Licht ist. Und ja. Ah, okay. Nee, hier waren wir auch noch nicht. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Sulari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Sulari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Jetzt wissen wir auch sozusagen, was das eigentlich für Leute sind, die uns angreifen, die glauben wie die die kämpfen wie die Bekloppten für ihren Glauben. Matthias hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischen Verfall und Gewalt besser rechtfertigen? So sieht's aus. Finde ich total spannend, aber beim Bergtempel hatte ich ja nicht das Dokument gefunden. Werde ich wohl nicht vollständig gerade kriegen. Aber mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch mehr dank meiner Geos, die ich jetzt hier fleißig suche. Da, ja, da muss noch einer sein, sonst würde sie das nicht, würde sie das nicht so anzeigen. Hier kann ich noch so ein Dingsbums anzünden, sehe ich gerade. Brennst du von alleine? Kann ich dich auch runterziehen? Ich glaube schon. Alles klar, wieder so ein Abbild auch kaputt gemacht. Sehr schön. Und dann laufe ich mal hier lang. Das ist anscheinend auch unser Hauptweg hier. Nee. Oder? Hallo? Komme ich hier nicht her? Ach, hier komme ich her. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wo soll ich denn gerade hin? Es ist direkt hinter mir, so hinter der Wand. Wo guckt sie eigentlich hier immer hin? Kann ich hier eine Wand kaputt machen, oder? Hier nach oben kannst du nicht.
Es tut mir leid, aber diese Barackenstadt ist auch echt, finde ich, sehr, ja, verwinkelt und es sieht alles gleich aus und man denkt immer, man war irgendwo schon und dann war man da doch nicht und, ach Mann, jetzt wollte ich hier wieder lang und kann hier gar nicht lang. Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier oben lang? Wie bin ich denn hier weitergekommen? Von unten, ne? Ich doch wieder nach unten. Wieder durch das eklige, modrige Wasser latschen. Schön, schön, schön. Okay, oben, hinten, was weiß ich wo. Alles klar. Da komme ich auch nicht weiter. Menno. Kann ich hier nicht irgendwo hochhüpfen? Ich will gar nicht so weit wieder weg. Blöd. Und dann sind wir hier wieder. Wie schön. Hier waren wir ja noch gar nicht. Völlig abseits vom Hauptquest, aber gut. Sonst würde ich ja auch nicht die Sachen finden. Also ein bisschen muss man sich hier schon auf die Suche machen. Und da leuchtet es blau. Und da sollen wir lang. Das ist ja schön. Das muss ich doch jetzt mal hinkriegen. Also ist das schon falsch, dass ich hier nach links immer springe? Ich glaube nicht, oder? Nein, es muss richtig sein. Das ist total richtig. Ja, Lara. Lauf da lang. Laufe ich jetzt? Springe ich da einfach rüber? Ja, ich springe da rüber und mache es bestimmt wieder falsch. Juhu, hier war ich auch schon. Kann ich hier rechts hoch? Hier war der Kadaver. Oh Mann, oh. Das ist so doof. Aber du kannst die Treppe hochgehen. Das ist doch schon mal was. Hoch. Mädchen, jetzt geh aber hoch. Sonst blamiere ich mich hier noch zu Tode. Tue ich sowieso schon. Ja. Das wäre eigentlich auch ein Ort, wo was ist. Vielleicht war hier auch was und ich erinnere mich gerade noch nicht dran. Ja, jetzt balanciere ich nicht rum. Guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Die hatten wir auch noch nicht. So findet man immer mal... Genau. Bergungsgut. Und so. Moment. Da habe ich noch was leuchten sehen. Ha. Da ist der Geo. Schnüdeldödel-Kram. So, und dann will ich da oben lang. Ich werde mal gleich auf die Karte gucken, wo ich überhaupt bin. Ich habe voll viel Zeit verplempert hier mit dem ganzen Kram. So. Warte, warte. Eine Kiste. Achso, ich dachte, das wäre eine Kiste, die ich aufmachen kann. Bin ich jetzt hier voll falsch? Nein, ich bin richtig. Da oben? Oder dahinter? Ich glaube, da oben. Hier liegt was. Unter mir liegt was. Also doch unten. Das ist bestimmt, wenn ich mich hier runterfallen lasse, oder? Ja. Komme ich da unten irgendwie hin? Keine Ahnung. Kann ich hier nicht... Kann ich hier nicht runter? Weil irgendwie muss ich so, ne? Ihr wisst, weißt Bescheid hier. Du weißt schon, was ich meine. Das erkläre ich mich hier eigentlich um Kopf und Kragen. Aber hier war ich doch auch schon. Das muss irgendwie von der anderen Seite sein oder so. Oh, ich hasse das. Dann ist hier was und man weiß nicht wie. Ach so. Och, wie blöd. Ganz einfach. Ja, alles klar. Hab ich.
und hat nicht mal viel gebracht. Okay. Gut, dann ab zur Hauptquest wieder, würde ich sagen. Und ich hasse es, wenn man über die Karte guckt und sieht, was man alles noch hätte einsammeln können. Ne? Hier hat man jetzt mal so eine Gesamtsicht und die Barackenstadt ist echt groß und ich könnte hier ewig rumsuchen, glaube ich, und habe voll viel wieder übersehen. Aber mein Gott, was soll's. Wo leuchtet es denn jetzt gelb da? Kann ich jetzt hier rechts an eine Kiste springen oder was hat sie vor? Yippie, das war voll klug. Kann ich jedem nur empfehlen, in so einer Situation das auch zu tun. Ach ja, was mache ich denn jetzt mal? Okay, ich springe an die Kiste und los geht's. Bringt die mich jetzt rüber? Passiert mir jetzt was? Ich glaub nicht. Grim! Bist du da? Das ist eine Falle! Zeig ihm die Zähne! Nein! Nein, nein, er wird bestimmt... Oh nein. Er wird bestimmt getötet. Scheiße. Grim! Habe ich jetzt Grim auch miterlegt oder nicht? Das erfahren wir im nächsten Part mit Lara Croft Tomb Raider aus dem Jahr 2013. Und ich freue mich, dass ihr reinschaltet. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.